Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll sich alles um mein Buch drehen, an das ich sehr hohe Erwartungen hatte. Und ob diese erfüllt wurden, das seht ihr gleich. Suspense. Okay, heute soll es um Wicked gehen. Wicked von Gregory Maguire, was neu herausgegeben wurde bei Hobbit Press, also bei Clett Cotter, um genau zu sein. Und ich habe dieses Buch freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, um euch meine ehrliche Meinung dazu zu sagen. Also Rezensionsexemplar. Okay, also bevor wir uns mit dem Inhalt befassen. Denn, Spoiler Alert, das Buch war nicht so geil. Müssen wir noch einmal kurz das Cover wertschätzen. Denn es ist toll. Ja, schaut euch an, wie schön Elphaba ist. Schaut euch an, wie schön alles ist. Schaut euch an, wie schön die Smaragdschrift ist. Schaut es euch kurz noch an, damit ihr es noch einmal wertschätzen könnt. Genau. Ja, also, warum ich Wicked angefragt habe, also Wicked, die Hexen von Oz, ist vermutlich kein Geheimnis. Denn ich bin ein riesengroßer Musical-Fan und ich liebe Musicals und ich habe Wicked noch nie live gesehen, aber ich liebe die Wicked-Musik auf jeden Fall. Und deswegen war es keine große Frage, ob ich bei der schönen Neuauflage im Deutschen das Buch anfrage. Und ich habe es getan, ich habe es gelesen und es hat mir nur so mittelmäßig gefallen. Kommen wir jetzt dazu, warum. Ohne große Umschweife würde ich jetzt sagen, kommen wir erstmal zur Handlung, denn darüber habe ich euch noch nichts erzählt. Im Endeffekt geht es um Wicked um Elphaba, ein Mädchen, was mit grüner Haut auf die Welt kommt. Sie ist die Tochter von einem Priester, Papst, whatever, einem superkirchlichen Vater und einer, jungen Frau, die halt als erstes Kind Elphaba bekommt. Ein grünes Mädchen mit Heizzehen und einem Selbstzerstörungsdrang und Angst vor Wasser und später auch noch andere Kinder bekommen, zum Beispiel Nessa Rose, ein Mädchen ohne Arme und natürlich denkt dann die Mutter, sie ist verflucht und so ein Zeug. Auf jeden Fall geht es im Endeffekt dann um Elphabas Entwicklung und wir begleiten sie zum Beispiel durch die Schule, wo sie Glinda kennenlernt und Bock. Und auch Professor de Lamont. Und in dieser Welt ist es so, dass es Tiere gibt und Tiere. Also es wurde im Buch dann halt immer in Caps Lock geschrieben mit so Leerzeichen zwischen jedem Wort, zwischen jedem Buchstaben. Und das sind halt Tiere, die aussehen wie Tiere, aber sich verhalten wie Menschen und auch so eine Sozialkompetenz und allgemeinen Kompetenzen wie Menschen haben, aber halt aussehen wie Tiere. Und im Endeffekt geht es dann auch noch viel darum, dass Elphaba sich dafür einsetzt, dass Tiere nicht wie Tiere behandelt werden, sondern wie Menschen behandelt werden sollen. Und da gab es auch einen Forscher zu, nämlich Professor de Lamont, der sich dafür eingesetzt hat. Und dann geht es auch noch viel um die Zeit nach der Schule und das ist alles super weird auf jeden Fall, denn auf einmal wird sie dann Nonne und ich spoilere das jetzt nicht, aber es geht halt um ihre Entwicklung. Genau, jetzt meine Meinung dazu. Also die Charaktere, ich habe mich super doll gefreut, als ich die ganzen Charaktere getroffen habe, die ich alle halt nur aus dem Musical kannte, aber irgendwie habe ich das nicht so zusammenbringen können. Also das Buch hat für mich irgendwie wenig zu tun mit dem, was ich an der, wie gesagt, ich habe das Stück noch nicht gesehen, aber an der Musik und so mag. Und natürlich weiß ich auch irgendwie so grob, worum es im Musical geht. Und irgendwie war das alles super weird im Buch. Da sind so viele komische Dinge. Und der Sprachstil ist natürlich auch alt, weil das Buch alt ist. Aber es geht auch viel um Dinge, über die man nicht unbedingt lesen möchte. Zum Beispiel Damenentleerung und so. Und die Beziehung ist super oberflächlich und die Charaktere sehen sich gefühlt nur zweimal und haben kaum Dialoge zusammen, was super schade ist. Und die Storyline an sich war einfach komisch. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber man saß einfach da und dachte sich so, what? Warum? Also für Hardcore Wicked Musical Fans ist das vermutlich so ein Must-Read. Also,
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Buch gelesen habe und dabei mir die ganze Zeit in den Kopf gefasst habe und dachte, ich will nicht mehr lesen. Also ich habe es schon gelesen und ich hatte auch in einem gewissen Maße Spaß daran. Vor allem die Zeit an der Schule, wo halt auch Fiero und Glinda und Bock und Elphaba und so alle zusammen waren. Daran hatte ich Spaß, aber alles danach und vor allem auch der Anfang, als Elphaba noch nicht geboren war, war so, what? Und die Beziehungen sind einfach so komisch in den Büchern. Also ich möchte euch jetzt nicht spoilern, ne? Aber die Dynamik zwischen Elphaba und einer Witwe, ihr wisst, wen ich meine, falls ihr das Buch gelesen habt. So what? Und ach, ich würde euch jetzt gerne so viele Beispiele nennen, wo ich mir dachte, warum? Aber ich kann nicht. Und ich würde sagen, deswegen beenden wir diese Rezension auch an dieser Stelle. Denn ich habe meine Gefühle rübergebracht. Ja, das Cover ist wunderschön. Die Charaktere sind eigentlich wundervoll. Nur super weird in diesem Buch. Auch wenn ich daran denke, muss ich schon einfach irgendwie lachen, weil es einfach super komisch war. Naja, die Storyline an sich hingegen ist super hart enttäuschend und überhaupt nicht schön. Und ich freue mich, dass die Musical Directors das anders gemacht haben. Dann so wäre. Naja, zumindest schöner rübergebracht haben. Die Storyline an sich haben natürlich trotzdem Parallelen. Genau. Das war es jetzt erstmal von meiner Rezension zu Wicked, die Hexen von Oz von Gregory Maguire. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Tschüss!